Yo! Hey, Tele YouTube! Willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Pokémon Twisted Rubin Randomized Nuzlocke Let's Plays. In der letzten Episode sind wir erfolgreich hier durch Wetterinstitut durchgelaufen. Und wenn ihr sehen wollt, was im Wetterinstitut passiert ist, denn da war ein richtig, richtig spannender Kampf am Berg, ja? Der ist da gelaufen, wir haben uns da übel massakriert. Checkt die letzte Episode ab, so wie immer. Diese Episode allerdings, wenn wir endlich in Baumhausen City ankommen und dann von dort aus weiter progressen. Natürlich müssen wir auch Richtung Pyroberg jetzt zeitnah, weil wir den Tipp gekriegt haben, dass da sich der Team Magma-Anführer Mark aufhält. Aber bevor wir weitergehen, so wie immer, ein kurzes Team-Recap für euch, damit ihr wisst, wo wir derzeit stehen. Wir haben dabei Anuja auf Level 42 mit Fußangel als Fähigkeit, Nachtnebel, Spukball, Psychokinese, Gedankengut und dem Latias Need für die Mega-Entwicklung. Cinder auf 38, Schwebe durch als Fähigkeit, Flügelschlag, Funken, Flug, Drachen, Wut, Hitze, Koller mit der Schutzbrille. Tosha, Level 50, unser absolutes Carrymon Nummer 1 und ein bisschen overlevelt mit Surfer, Gedankengut, Lake, Psychokinese und der Offensivweste, weil die Tosha thick ist. Dann haben wir dabei Press auf 45, unseren Starter mit Viskosität, Flügelschlag, Donner, Donnerwelle, Funkensprung und den Überresten. Dann haben wir noch dabei Shanna mit innere Kraft, Zauberschein, Mondgewalt, Matschbombe, Toxin und den Giftschleim für den passiven Heal. Und last but not least im Team ist unser King mit Magieschild als Fähigkeit, Stärke, Hornattacke, Zerschneider, Zertrümmerer und dem Expertengurt. Okay, ich würde sagen, wir drehen direkt mal durch, gehen direkt mal weiter und schauen, dass wir jetzt mal langsam wirklich vorwärts kommen hier. Wir waren jetzt nämlich ein paar Folgen back to back to back relativ busy mit Erforschen. Wie ihr gerade sehen könnt, ich bin schon wieder am Sidetracken, ich bin schon wieder am Erforschen. Das gehört für mich dazu. Ich liebe es. Ich hasse Open-World-Spiele, wenn ich nicht erforschen darf. Das heißt, ich muss mich hier ganz kurz umsehen. Zum Glück ist die Welt hier im Pokémon nicht ganz so groß wie zum Beispiel in Breath of the Wild oder sowas. Aber ja. Was haben wir hier noch Schönes? Eine Geheimbasis, sonst nichts, okay. Schutz ist sehr aktiv. Wir können ja einmal ganz schnell durchdrehen und gucken, ob wir noch was finden hier. Das Interessante ist halt auch, wir sind hier im High-Level-Gebiet und die wenigsten, sag ich mal, Gebiete, die es hier gerade gibt, ein Hyperball, haben Trash-Items. Vor allem, das Spiel ist nicht randomized, das geht bei den 3DS-Spielen nicht, was Items betrifft. Das heißt, wenn ich hier ein paar Items suche und finde, kann ich hier halt wirklich gute Items finden. Hier ist noch eine Geheimbasis, hier ist bestimmt auch noch ein Hidden-Item oder so. Oh, ein Blattstein. Ja, den nehmen wir auch noch ganz kurz mit. Easy peasy. Gut, aber ich suche jetzt nicht nach jedem einzelnen Hidden Item, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir ziehen uns einfach direkt mal durch, würde ich sagen. Das ist gerade unsere größte Priorität. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas ist von wegen Item, wenn man hier rumschwimmt eventuell. Aber ist ja auch egal. Ah, na klar, der Kollege kommt auch noch, da war ja was. Ey, Gimp, suchst du hier nach Pokémon? Nanu, der Arm reift da an deinem Handgelenk. Hä? Huh? Wie soll ich sagen? Der ist echt cool. Mit diesem Mega-Anreif kann man also die Mega-Entwicklung auslösen. Das heißt also, dass die Freundschaft zu deinen Pokémon noch tiefer und du somit noch viel stärker wirst. Also gut, ich werde mir mal ansehen, wie stark du geworden bist. Und ich möchte dir auch zeigen, wie weit meine Pokémon dich es bisher gebracht haben. Los, lass uns kämpfen. Okay, darauf war ich nicht vorbereitet. Habe ich nicht drüber nachgedacht, dass man gegen den hier kämpfen muss. Leadet Pachirisu Relaxo. Wir leaden Glurak Latias. Oh Gott, ich muss unbedingt Glurak trainieren, sehe ich gerade. Ich würde sagen, wir gehen zuerst auf das Relaxo. Das scheint ein größeres Problemchen zu sein. Ja, wir gehen erst aufs Relaxo, würde ich sagen. Let's go, Anuja, es ist Zeit durchzudrehen. Damage, Baby, Damage. Ich habe keine Lust, bei jedem Doppelkampf, wenn er gefährlich wird, jedes Mal auf Tosha zurückgreifen zu müssen. Als Tank- bzw. DD-Quelle. Nice, Wangenrubbler fangen wir ab. Easy peasy. Das macht zumindest ein bisschen Split-Damage. Das macht gar keinen Schaden. Er macht Rambos. Oh Gott. Okay, das tanken wir. Mann, wir sind ein Mega und machen dem Ding keinen Damage. Leck mich doch am Arsch. Ich glaube, ich mache einfach Drachenwut. Ich habe das Gefühl, dass Drachenwut mehr Damage macht, weil es halt immer gleichen Damage macht. Als der Funkenflug hier gerade. Wir gehen logischerweise auch zuerst auf das Snorlax. Das ist ein größerer Threat. Der kann Bauchtrommel etc. klicken.
Nice, das Ding spammt einfach die ganze Zeit und hielt uns damit. Sehr schön. I like it. Pachirisu als Supporter ist halt nice hier gerade. Das macht mehr Damage als der Funkenflug tatsächlich. Unglaublich. Ich mache hier Psychokinese und heile. Zu viel Schiss gerade. Aber wenn er jetzt einen Crit kriegt bei der gleichen Attacke nochmal, sind wir dead. Oder eine mega High Roll. Das hat nämlich fast die Hälfte Leben gemacht, bis auf 7 KP. Ich finde das hier aber cool. Er leadet halt mit Relaxo, was super tanky ist und super gefährlich ist. Und hat dabei dann jetzt noch das Pachirisu, was supportet mit Wangenrubbler und mit seiner Zahnattacke sofort 50% HP ausknockt. Was halt mega, mega krass ist. Das ist eine gute Combo des Gegners hier gerade. Aber, ich wollte gerade sagen, hier geht Relaxo jetzt down, aber nein, der Gegner heilt mit dem Hypertrank. Goddammit! Können wir einen Critical Hit kriegen? Ha, Wangenrubbler, sehr schön. Heil uns. I appreciate that. Das ist so geil, dass wir das Pachirisu so abusen und ausnutzen können, um uns am Leben zu halten auf Anuja. I like it. Hey, selbst wenn er mit Cinder angreifen möchte, geht es trotzdem halt logischerweise auf Anuja rüber. Rambos. So, und dann war es das jetzt hier. Hell yeah. Relaxo geht down. Damit ist der erste Threat schon mal weg. Ich will gar nicht wissen, was er jetzt noch alles im Team hat, was gefährlich wird. Aber ich glaube, ich werde das Pachirisu mit Absicht nicht ausnocken. Das Pachirisu kann uns fast gar nichts. Weil es heilt uns die ganze Zeit mit Wangenrubbler. Und wenn es eine Zahnattacke macht, kann es schon mal eins unserer beiden Pokémon nicht treffen, weil wir ein Ghost-Type sind. Dragonier. Okay, cooles Mon. Sehr cooles Mon. Mach mal einen Spukball. Und eine Drachenwut, würde ich sagen. Und wir machen das Dragonier mal ganz kurz weg. Wupp. Es geht hier auch down jetzt. Nice. Die Kombo ist super tödlich. Das ist natürlich badass, ne? Das macht immer 50% Damage, wissen wir. Das ist die einzige Gefahr, die wir haben, dass er double-teamt den Cinder mit Superzahn und einer relativ starken Attacke. Aber wir haben ja die Möglichkeit zu heilen nebenbei. Das ist okay, das geht klar. Das geht Gucci, wenn man so sagen möchte. Ich weiß, mittlerweile gibt es super viele Leute da draußen, ich weiß nicht mal warum, die sich darüber aufregen, wenn man Gucci sagt. Ich meine, ich bin ganz ehrlich mit euch. Es gibt viele Sachen, so in Anführungszeichen, sage ich mal, wo mich diese moderne Sprache so ein bisschen abfuckt, die ganzen, sag ich mal, Jugendlichen da draußen momentan benutzen und jüngeren Generationen. Aber wenn jemand Gucci sagt, I don't know, das ist mittlerweile genauso Standard wie was weiß ich nicht, was ihr alle sagt. Von daher, da beschwere ich mich nicht. Da sollte sich auch keiner beschweren. Nice, er greift sich selbst an. Ich wollte gerade sagen, Klick-Klack kann eine Elektroattacke lernen, aber Anuja ist halt, ne? Die ultimative... Der ultimative Spaßstopper, sag ich mal. Ich greife hiermit einfach mal Pachirisu an, einfach nur weil das Ding jetzt eh down geht. Nice. Und Pachirisu überlebt hoffentlich dann nochmal eine Drachenwut. Das wäre was. Dann können wir weiterhin ausnutzen, dass Pachirisu uns nichts anhaben kann. Wäre halt mega dope. Wangenrubbler. Mann, Anuja, du bist so broken. I love you, I love you, I love you. Yes, überlebe ganz knapp. Damit können wir dich jederzeit finishen und gleichzeitig bist du aber uns immer noch von Hilfe. Nee. Nee. Spukball kommt raus auf das Darkrai, macht nicht viel Schaden. Fuck, ich hab vergessen, dass das ein Dark-Type ist und kein purer Ghost. Aber es macht uns auch kein Damage, sehr schön. Und wir werden wieder voll geheilt durch den Voltabsorber. Nom 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 nom. Leckere Energie, meine Freunde. Leckere Energie, Drachenwut kommt raus, macht ein bisschen Chip-Damage. Was ist das? Lefties? Erb, Lefties. Okay, dann wollen wir nochmal. Ich mache einfach das gleiche nochmal. Dann geht's auf jeden Fall down, auch wenn es resisted ist. Scheiß drauf. Dead is dead und so. Ihr wisst, wie es läuft. Das ist sogar so dead. Nice. Leider geht Pachirisu dann jetzt hier mit down. Aber ich glaube, er hat auch nur nicht mehr viele Pokémon. Heißt, es ist eigentlich relativ egal hier gerade. Ja, weil zwei fliegende Beasts auf unserem Spielfeld, ne? Das ist so cool, Mann. Zwei optisch aussehende Drachen, auch wenn beide keine Drachentypen gerade sind. Cinder 40, sehr schön. Das heißt, wir holen auch mit Cinder auf. Immerhin gibt er hier gute XP, der Kollege. Nocturne. Das ist sein letztes Mon.
Yes, sir. Nice. Dann haben wir jetzt beide Spielfeldseiten geklärt soweit. Psychokinese, sehr effektiv, obviously. Drachenwut nochmal hinterher. Ah, wobei. Drachenwut nochmal hinterher für den safen Damage. Easy. Ich muss ja sagen, ich liebe die Custom-Formen, ne? Aber eine Sache, die mich immer schon verwirrt hat, der hat Life Orb. Die Custom-Formen haben alle im Gesicht um die Augen rum so einen etwas dunkleren Design-Touch, sag ich mal. Das sieht immer so aus, als wenn das Waschbären wären. Oder halt, so Masken, sag ich mal. Das sieht cool aus auf die eine Art, aber auf die andere Art, wenn das alle Custom... Also es haben ja nicht alle Custom-Formen, aber so viele Custom-Formen wie das haben, finde ich, ist das ein bisschen auffällig auf Dauer halt. Nicht schlimm, aber es fällt einem halt extrem auf. Hm, Gimp, du bist ja richtig stark geworden. Of course, was denkst du denn? Ich würde sagen, dass du stark genug bist, um überall nach Pokémon zu suchen. Du kannst sicher auch hiermit perfekt umgehen. Nice, fliegen, let's go. Mit der Form Fliegen kannst du zum Beispiel blitzschnell in eine andere Stadt fliegen, in der du schon mal warst. Um Fliegen auch außerhalb von Kämpfen einzusetzen zu können, brauchst du zuerst den Orden von der Arena aus Baumhausen City. Also dann, ich gehe schon mal vor. Nächstes Mal gewinne ich. Garantiert. Glaube ich nicht, aber okay, mein Boy. Aber A-okay, mein Boy. Hier ist noch ein Sniper-Ninja. Den ich von der Seite an snipe. Valentin. Voltolos. Oh. Ah, das ist vom Level nicht ganz so stark. Spukball und gib ihm. Voltolos ist schon ein gefährliches Mon eigentlich, aber okay. Okay. Oh, critical hit. Okay. Let's go, Anuja. Let's go. So, Anuja hat jetzt aber mittlerweile schon genug XP, sehe ich gerade. Level 44. Arena sollte 40er Lead haben oder halt beziehungsweise 40er Pokémon haben. Ich würde sagen, wir swappen mal aus und geben Cinder ein bisschen Time to Shine. Anuja ist mit 44 genau on par, wo es sein soll. Für die Schwierigkeit dieser Lok würde ich es behaupten. Nehme ich hier die Bären mit? Ja, warum nicht? We take those. Die sehen aus wie Granatapfelbeeren, so ein bisschen. Ah, die heißen auch Granabären. Macht Sinn. Gimme, gimme. Nice. Okay, let's go. Und wir sind endlich angekommen, Freunde. Baumhausen City. Die Stadt besteht aus Häusern, die auf Bäumen gebaut sind. Aufgrund dieser Lebensweise ist jeder hier gesund und munter. Auch ich fühle mich 30 Jahre jünger, seitdem ich hierher gekommen bin. Interesting. Okay, halt mal ganz kurz meinen Squad, bitte. Professor, sage ich schon. Schwester Joy. Bim, 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 bim. Sehr schön. Und weiter geht's. Ich muss sagen, Baumhausen City ist einer meiner Lieblingscities. Ich mag die City recht gerne. Die Musik hier ist ein bisschen lame, gebe ich zu. Die ist halt ruhig und entspannt eigentlich. Aber ich mag das Design der Stadt mit den Bäumen und so. Generell habe ich irgendwie was dafür über, wenn es so naturbelassene, feenartige Städte sind in Fantasy-Games. Ich meine, Pokémon ist jetzt nicht so wirklich ein Fantasy-Game. Klar, die Kreaturen und so sind relativ Fantasy und so. Aber ich bin halt ein großer Fan von so RPGs und MMOs, die halt so Oldschool-Fantasy-mäßig sind. Wisst ihr, was ich meine? So Herr der Ringe-Style oder World of Warcraft-Style und sowas halt alles. Auch diese Korea-Spiele mit Flügeln und sowas allem. Ihr wisst, was ich meine. Sword Art Online-Style. Ein Grad, aber auch Fairy Dance Arc. Wenn ihr wisst, was ich meine. Auch jetzt nochmal hier ein paar Dings, würde ich sagen. Ein paar Hyperbälle. Damit wir ein paar Pokémon easy erfangen können später. Brauche ich aber noch ein paar Hypertränke auch noch dabei, würde ich sagen. Oh, die sind übel teuer. Holy shit, Mann. Da haben wir jetzt, wenn ich die kaufe, 20 Stück, Mann. Sollten wir relativ Gucci sein. Hyperheiler kann ich mir gerade keine mehr leisten, aber wir haben noch 8 Stück dabei, sind wir ganz gut dabei. Hell yeah. Glurak X ist mega dope. Oh,
Vielleicht für Anuja, falls wir Glurak benutzen wollen als Mega. Den Evolith können wir leider nicht mehr kaufen. Aber wir haben eh kein Pokémon, was davon gerade profitieren könnte. Ewiges Eis. Wir haben keinen wirklichen Eis-Type. Schafzahn. Metangross, den können wir mal mitnehmen. Ein Geistjuwel, was macht das noch gleich? Ah ja, genau. Ah, aber es ist Trash im Vergleich zum anderen Item. Gifttafel. Das wäre vielleicht was für Volnona. Anstatt den Schleim, den Heal. Ein Mimsi-Ball! Ist zwar hässlich, aber damit fängst du garantiert jedes noch so gut aussehende Pokémon. Was ein cooler Spruch, Mann. Und das M auf dem Masterball für den Mimsi-Ball. Master. Und ja, der Ball ist legit hässlich. Ich weiß nicht, warum die dem Masterball so ein komisches Design gegeben haben. Ich meine, der ist cool im Vergleich zum Poke-, Super- und Hyperball. Aber im Vergleich zu allen anderen Bällen ist der halt übel hässlich. So ein Luxury Ball zum Beispiel ist einer meiner Favoriten. Und ich mag auch den Primärball sehr gerne. Und den normalen Pokéball, der meint, ich nehme das zurück. Der normale Pokéball ist auch dope. Ich mag nur den Superball, den Hyperball nicht so gerne. Aber 30k für einen Masterball? Wenn wir nochmal 30k haben, dann werde ich auf jeden Fall nochmal für einen Godlike Encounter so ein Ding kaufen, dass wir auf jeden Fall den Godlike Encounter fangen können. Boys. Boys. Let's go. Bin ich mal mad darüber, dass wir gerade unser Geld vorher ausgegeben haben, bevor wir das gesehen haben, weil wir die Heals eh brauchten. Von daher, fuck it, dude. Mann, ich liebe so Bäumhäuser, ne? Das ist ohne Treppe, nice, für die Geheimbasis. Die ist richtig praktisch. Ich muss ja sagen, die Ästhetik gefällt mir richtig gut und so. Auch so Hängebrücken, ich liebe sowas, ne? Also optisch, designtechnisch und so weiter. Oh, Troy, unser Boy ist da unten. Oh nein, wo bin ich hier reingelaufen? Oh nein! What? Du weißt nicht, wo du hier bist. Nein, der Geheimbasis-Gilde natürlich. Oh no, sag bloß, ich hast doch nie davon gehört, yo. Okay, dann weiche ich dich eben ein. Die Geheimbasis-Gilde ist eine Organisation, bei der... Okay, ja, ich verstehe. Ja, mach ich, auf jeden Fall. Shut the fuck up, please. Yep, okay, ich verstehe. Haben wir's jetzt? Oh, schnell weg hier. Was ich sagen wollte ist, ich mag die Ästhetik davon und zum Beispiel, als ich damals mal, das war als Minecraft rausgekommen, das muss ich dazu sagen, also ganz am Anfang, erster Patch und so gefühlt. Als ich damals mit Minecraft angefangen habe, habe ich auch immer ein Baumhaus gebaut und ich glaube, wenn ich heutzutage nochmal Minecraft spielen würde, würde ich genauso wie in Gothic 1, falls das jemand mal gespielt hat, oder genauso wie hier im Baumhaus in City, im Sumpflager bei Gothic 1, so eine Stadt auf Bäumen, sag ich mal, bauen und so weiter. Ich finde, das ist eine richtig coole Sache. Aber ich persönlich könnte da ironischerweise nicht leben. Erstens habe ich Höhenangst. Ich meine, solange es nur so 5-6 Meter sind, geht's noch. Aber alles so an die 8-10 Meter rum gibt mir mega Panik, wenn ich ehrlich bin. Und zum Zweiten, ich habe nichts für Insekten über. Insekten und ich haben immer eine vertragsmäßige Vereinbarung. Ihr könnt leben, so viel ihr wollt, ihr könnt nerven, so viel ihr wollt, solange ihr draußen bleibt. Kommt ihr in die Bude rein, da wo ich mich zu 95% meiner Zeit aufhalte, werdet ihr vernichtet. Simple Regel. Bleibt draußen, ihr tut mir nichts, ich tue euch nichts. Easy peasy. Kommt rein und ihr zahlt keine Miete, ihr werdet zerquetscht. I don't give a shit, Mann. Und das ist meine Regel mit Insekten. So einfach ist das für mich persönlich. Kann die Viecher überhaupt nicht leiden. Und gerade wenn man in so Bäumen wohnt oder so ein Baumhaushalt hat, wie zum Beispiel hier in der City, wo die Fenster nicht zu sind, sondern offen sind. Ihr wollt gar nicht wissen, wie viele Viecher da reinkommen. Das ist crazy, Mann. Aber ich stalle schon lang genug, der Gute will das sagen. Dieses Pokémon hält sich offenbar auf Route 120 auf. Oh, das war's schon. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich schon viel früher A gedrückt und dann die Geschichte beim Erkunden erzählt. Egal, ich stalle gerne Time. Ihr wisst es, ich quatsch gerne im heißen Brei. Was gibt's hier?
La 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 la. Bye. Warst du auf dem Vulkan oder so? Ich rieche angesenkt, ja? Warum riechst du einfach so an einem random Girl, was vorbeikommt? Das ist mega weird, mein Freund. Mega weird, du Creep. Huh, interesting. Da, na, na, na. Ah, 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 ah. Rechte Hand. Ey! Rechte Hand. Noch einmal. Rechte Hand. Ah. Ich höre jetzt Batman. Okay. Rechte Hand. Rechte Hand. Und diesmal linke Hand. Kraftreserve. Okay. Nichts, was mich wirklich interessiert, aber wir nehmen es einfach mal mit. Kraftreserve ist für mich so eine Level 10 Attacke, die man am Anfang des Let's Plays gebrauchen kann und danach nie wieder. Ja. Nevermind. Ich meine, okay, die alten Omas haben Kraft in Reserve. Gönne ich ihnen. Okay. Gut, dann werden wir mal den guten Troy, unseren Boy, besuchen müssen auf der nächsten Route, mehr oder weniger. Auf der Route 120, damit wir an den Kackleon, oder wie auch immer die Viecher heißen, vorbeikommen. Kneckleon, Knackleon, Keckleon, Keckleon, glaube ich, vorbeikommen. Weil wir wissen, also ich weiß, es ist ein unsichtbares Pokémon vor der Arena, sprich, da kommen wir noch nicht lang. Deswegen verschwenden wir gar nicht erst unsere Zeit und gehen da noch nicht hin. Wir gehen erstmal jetzt hier lang in aller Ruhe. Und nehmen natürlich nebenbei auch noch die Trainer hier mit. Wie deep sind wir denn gerade in der Episode? Ich muss mal kurz schauen. Ja, schon relativ deep. Hm. Ja, mal gucken, wie weit wir noch kommen. Vielleicht... mega Sumpex und wir sind gerade mit Cinder am Leaden. I don't like that shit. Ich würde sagen, wir machen instant... der Ding ist auch relativ hoch vom Level. Wir machen den instant Swap-Out und verpissen uns. Upsala. Wir können nicht mehr nach Press wechseln, weil das Ding Bodentyp ist. Was ein Abfuck, Mann. Was schicken wir denn hier raus? Toscha? Ich glaube, Toscha ist gerade unsere beste Antwort, wenn ich ganz ehrlich bin. Vielleicht Anuja. Ah, Toscha ist am solidesten, weil Toscha zumindest hingehen kann und eine Wasserattacke mit nichts sehr effektiv tankt. Steinhagel. Okay, respektabel. Hätte Glurak gewone-shottet, sind wir mal ehrlich. Und Psychokinese, auf geht's, ab geht's, Special Attack und weg damit. Ist überlebt aber, ne? Ja, war klar. Oh Mann, das wäre vierfach effektiv gewesen. Ich bin so froh, dass ich rausgeswitcht bin. But damn. Wisst ihr was? Ich lasse euch in den Comments mal entscheiden. Sollen wir Glurak den Glurak Need X geben und mit Mega Glurak X spielen? Oder sollen wir hingehen, meine Freunde, und einfach weiterhin nur Latias als Mega benutzen. Lasst mich das mal wissen. Oh fuck, ich hätte Surfer klicken sollen. Egal, das Ding ist oder so dead. Das ist eh ein One-Shot. Ja, wollt ihr Mega Glurak X sehen oder wollt ihr Latias Mega sehen? Eure Qual, eure Wahl. Ich persönlich finde beide gleich geil. Ich glaube, ich finde Glurak sogar persönlich... Also meine persönliche Favoritenwahl ist Glurak. Aber fürs Let's Play finde ich beide gleich gut. Das wollte ich sagen. Ich glaube, hier ist auch ein unsichtbares Mon, ne? Ja, aber man kann da vorbeigehen. Und ein Nestball. Okay, okay, we take those. Da ist auch schon wieder unser Boy. Man kann hier auch überall lang surfen, kommt hier auch noch zu den Höhlen. Ich glaube, hier kommt man auch zu einem der Regis oder so. Aber ich erkunde jetzt hier mal nicht alles. Warte, ist das hier eine neue Route gewesen? Boah, ich weiß nicht, das ist eine neue Route. 120, ne? Dann fangen wir das Ding mal. Glaube ich. Ich meine, ehrlich gesagt kann ich auf das Pokémon relativ verzichten. Ich bin am überlegen, das Ding einfach auszunocken. Oh, das war über 50%. Ich hatte gehofft, dass das Ding tanky genug ist, dass wir das nicht mit einem Drachenboot-Hit unter 50% bringen. Dass wir das halt zweimal mit Drachenboot hätten schwächen können. Feels Batman, Mann. Ich werfe einfach meinen Flottball. Auch wenn ich schon eine Runde verbraucht habe, hat das Ding noch eine relativ gute Catch-Rate. Komm mal zu mir.
Yes! Einfach nur, damit wir Dupes callen können, falls wir es nochmal encountern. Ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Bin kein Fan von dem Mon. Einen Spitznamen geben, ja. Und wir nennen dich... was ist das denn für eine Funktion? Ich hab irgendeine Taste gedrückt aus was... interesting. Wir nennen dich... Daphne. Mit PH, nicht mit PF. Und dann schmeißen wir uns jetzt einen Schutz rein, damit wir schneller von A nach B kommen. Ohne Pokémon zu encountern und so. Haben wir noch Trainer oder sowas? Würde mich mal interessieren. Ja, hier ist noch einer. Sonst noch irgendwo was, was ich mitnehmen soll oder so. Hier können wir jetzt zerschneiden. Ist bestimmt noch ein Item oder so da hinten. Ich wollte gerade sagen, lass mich dabei in die Lücke reinspielen. Bin hier gegen die unsichtbare Wand geknallt, wie so ein Bescheuerter. Whee. Noch ein Zerschneiderbusch. Wer hätte es gedacht? Hier ist bestimmt ein Hidden Item am Ende. Warum sonst sollten hier zwei Büsche sein? Ein Sonderbobber. Okay, worth it. La 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 la. So, du willst kämpfen, oder? Komm ran hier. Man kann die von hinten echt nicht ansprechen, ne? Die gehen jedes Mal genau dann einen Schritt weiter, wenn man A drückt, um den anzusprechen. Wenn die so schnell laufen. Let's go! Okay, das Ding ist halt gefährlich, ne? Sind wir mal ganz ehrlich. Anuja, komm mal raus hier. Hoffentlich macht das Ding keine Geisterattacke oder so. Aber es kann halt auch Gesteinsattacken und sowas lernen, da will ich nicht mit unserem Sinn da draußen bleiben. Okay. Nice. Ah, keine Wirkung. Gut gespielt und jetzt kommt der Spukball. Okay, easy. Einundvierzig, sehr schön. Schlitzer. Schlitzer ist zwar gut, aber lass mal. Unsere momentanen Moves sind meiner Meinung nach besser. Geben bessere Coverage. Darf ich kurz stören? Ach, du bist Skimp. So sieht man sich wieder. Wie ist es dir ergangen? Ich hoffe, du holst alles aus deinem Mega-Armreif heraus. So oft, wie ich das gedrückt habe, glaub mir mal, tu ich. Na, ich nehme an, um dich und dein Pokémon-Team brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Übrigens, hast du schon bemerkt, hier befindet sich etwas, das man mit bloßem Auge nicht sehen kann. Aber wenn man dieses Gerät auf das Unsichtbare etwas richtet... Ach, ich spare mir die Erklärung lieber und lass es dich einfach selbst ausprobieren. Aber vorher muss ich dich etwas fragen, Gimp. Du und dein Pokémon-Team, seid ihr bereit für einen Kampf? Sure. Gut. Nun denn, Gimp. Das ist für dich. Probier es mal aus. Die Größe sollte hoffentlich so in Ordnung sein. Die Animation. Diese typische weibliche Mädchen-Animation mit dem geschwungenen Bein. Ha! Tick. Brille aufgesetzt. Ich finde das so cool, dass die so viel Liebe ins Detail bei den Animationen, bei den beiden Gendern reingebracht haben. Der männliche Trainer macht immer einen mit seiner Faust so auf Let's go! So richtig so Raudi-Rüpel-mäßig schon fast. Und auch die In-Battle-Animationen sind immer so kampfbereit. Und wenn man halt
gegen den weiblichen Charakter spielt oder ihn selbst spielt. Sie hat jedes Mal so cute Animationen für alles, was sie tut. Und wenn man halt gegen sie spielt, wie gesagt, im Kampf, dann stellt sie sich ja auch erst auf und macht ihre Schleife zurecht, bevor sie den Pokéball wirft und so. Mega cute, wie viel Liebe die in die Charakteranimationen gesteckt haben in dem Game. Das vermisse ich irgendwie in den neueren Gens so ein bisschen. Weil in den neueren Gens seit Sonne, Mond, Ultrasonne, Ultramond, Sword and Shield haben alle Charaktere, vor allen Dingen der Rivale, immer die gleichen Scheiß-Animationen, wo er sich wie ein Super Saiyajin in die Hose scheißt. Und ich hasse diese Animation wie die Pest, Mann. Ha, gefunden, Bitch. Ein bisher unsichtbares Pokémon ist sichtbar geworden. Das Pokémon erschrickt und greift an. Erschrickt es, ja? Interesting. Eigentlich gilt das als Static Encounter, aber ich fange das Ding nicht, weil wir auf der Route hier schon ein Pokémon gefangen haben. Und wir bekommen noch so einen Encounter in Baumhausen City selbst. Das heißt, wir werden diesen Encounter, diesen Static Encounter, in Baumhausen City fangen als unseren Baumhausen City Encounter, okay? Macht am meisten Sinn, würde ich sagen. Wir sind entkommen und wir rennen weg. Dein Kampfstil ist wirklich bemerkenswert. Ich bin weggelaufen. What the fuck? Dieses Gerät ist übrigens ein Devonscope. Mit dieser tollen Erfindung kannst du getarnte Pokémon sehen. Ich schenke es dir. Hier bitte. Danke, mein Boy. Danke. Und das hier ist auch noch für dich. Der Logok Neat. Dieser Stein ist einer meiner 5 Lieblingssteine. Er wird sicher auch dir und deinen Pokémon gefallen. Weißt du, Gimp? Ich mag Trainer und Pokémon, die ihr Bestes geben. Genau das gefällt mir so an dir. In deinem Beutel hat gerade etwas aufgeleuchtet. Mein Spürsinn sagt mir, dass es ein Stein war. Und zwar nicht irgendein Stein. Nein, es muss ein Meteorit gewesen sein. Aber das ist eigentlich völlig unmöglich. Ich muss mich getäuscht haben. Aber gut, ich mache mich wieder auf den Weg. Ich bin mir sicher, wir werden uns irgendwo wiedersehen. Warum kann man nicht einfach zu Troll gehen und sagen, ey, ich habe einen Meteoritenstein? Von unserem letzten Abenteuer gegen Team Magma, aber anscheinend denkt sich das Spiel so, bruh, nope, du erzählst ihm davon nichts, weil wegen Plot Armor. Aber naja, was will man machen? Wir gehen jetzt erstmal wieder zurück Richtung City. Und am besten zum Poké-Center und heilen uns ganz kurz. Dann würde ich aber auch sagen, gehen wir in der nächsten Episode, Leute, den Encounter an vor der Arena und die Arena. Sprich, wir haben nächste Episode ordentlich was zu tun und wieder ordentlich Action. Eine der Sachen in diesem Spiel, die ich auch übelst feier, ist die Pacing-Sache, wie schnell die Action hier geht. Man hat immer so eine Folge, eine halbe Stunde oder vielleicht auch mal 2 Folgen, wo man keine Action hat, wo man eine Route erforscht, so Erforschermodus. Und dann wieder eine Folge, 30, 40 Minuten ungefähr, wo halt Action geht. Wetterinstitut, jetzt hier wieder die Arena und so. Ich mag das Pacing ehrlich gesagt echt gerne von dem Game. Es hat irgendwie was. Und in vielen anderen Pokémon-Spielen ist es so, entweder man hat Action, 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 weil man gerade im Story-Element ist, oder es passiert halt gefühlt gar nichts, was sich mega weird anfühlt. Aber, wie ihr schon sehen könnt, wir kommen hier nicht weiter. Ich benutze hier gerade den Lauf-Button. Nichts passiert, meine Freunde. Das war's für heute. Wir machen hier einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like, dann einen Daumen nach oben. Wie gesagt, nächste Episode wird spannend. Wir encountern unser Pokémon im Baumhausen City und rennen in die nächste Arena. Whatever. Ich wollte irgendwie eine deutsche, englische Mischwortsache machen. Wir rennen in die nächste Arena, meine Freunde. Und hauen da ordentlich auf die Kacke. Wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, nichts mehr verpassen. Abonnieren, Glocke aktivieren. Ihr wisst, wie es läuft. Und ich sehe euch beim nächsten Mal. Gönnt euch immer noch einen super tollen Tag. Ich bin raus. Und ciao.